Hallo meine Lieben. So, ich berichte euch heute von der 27. Schwangerschaftswoche. Ja, ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht, weil ehrlich gesagt gar nichts Großartiges passiert ist. Haare sind heute nicht meine Freunde. Gut, das vorab. Nein, was ist passiert? Ich habe gemerkt, dass ich schon... Ja, das klingt jetzt echt doof, aber dass ich schon wie so leichte Vorwehen habe, das ist wirklich so ein Ziehen, das kommt ab und an mal, das ist jetzt nicht so schmerzhaft, das ist schon unangenehm, aber naja, gut, da muss man durch. Was noch? Ich bin sehr erschöpft und das auch relativ schnell, also... Ich merke schon, dass ich jetzt ein bisschen kürzer treten muss. Also mein Körper sagt schon, mach mal langsam. Geht leider nicht immer, aber ich versuche mich zurückzuhalten. Ja, was denn noch? Müde, erschöpft. Kreislauf hatte ich nicht so sehr das Problem mit. Mit der Luft. Das ist nach wie vor... Gang und gäbe, also ich bin sehr kurzatmig, ich muss sehr schnell Pause machen. Also ich habe das vor ein paar Tagen wieder gemerkt, da habe ich wirklich auch nur da gesessen oder morgens beim Umziehen, dann merke ich schon, dass ich irgendwie da nicht so richtig hinterherkomme. Ich hatte vorgestern meinen Vorsorgetermin, der war ganz schön. Wir konnten den kleinen Mann auch wieder begutachten. Leider wollte er uns nicht sein Gesicht zeigen, jedenfalls nicht sein ganzes. Er hatte so die Hand vorm Gesicht und ja, das wollte er irgendwie nicht. Er ist jetzt ungefähr ein Kilo, ein gutes Kilo schwer und was sagte sie? Ich glaube 30 cm, 32 cm. Ich konnte es mir jetzt nicht merken. Lang. In 2 Wochen muss ich wieder hin. Da kriege ich dann mein allererstes CTG. Na gut, ich kenne das ja schon. Aber trotzdem immer wieder spannend. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Was hat sich sonst so ereignet? Also ich habe Wadenkrämpfe bekommen. Vor ein paar Tagen, die waren recht unangenehm, muss ich sagen. Und der eine Wadenkrampf, der war so stark, dass ich jetzt noch so Nachwirkungen in dem Bein habe. Und das schmerzt immer noch ziemlich. Und ich hoffe, dass das jetzt rumgeht. Also ich nehme ja schon Magnesium und das ganze Know-how. Und ich hoffe jetzt, dass das irgendwie ein bisschen weggeht. Ja... Ansonsten, ich habe jetzt auch nur 3 Kilo zugenommen von der letzten bis zur jetzigen Vorsorgeuntersuchung. Das war auch in Ordnung. Der Blutdruck war ein bisschen niedrig. Der ist sonst immer 120 zu, keine Ahnung, jetzt war er 105. Ja, gut, mein Gott. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Das Wetter regt mich total auf. Das ist echt doof. Ja, wie ist bei euch das Wetter? Könnt ihr mal unten schreiben. Also mich regt dieses Novemberwetter, dieses herbstliche. Ich mag eigentlich Herbst, aber nicht, wenn es so stürmt und regnet. Und mein Pferd findet das, glaube ich, auch gar nicht so toll. Gut, jetzt bin ich abgeschweift. Ja. Wahrscheinlich auch einfach deswegen, weil es nichts zu erzählen gibt. Es gibt halt auch mal Wochen, da gibt es nichts zu erzählen. Ja, ich bin eigentlich soweit durch. Ich würde mich dann melden in der 28. Woche. Ja. Und ich mache aber, glaube ich, zwischendurch noch ein Video mit dem Fetaldoppler, mit dem Gerät, was ich euch... im letzten Video vorgestellt habe. Und das mache ich dann auch online und könnt euch das angucken. Gut, damit das jetzt nicht zu lang wird, ich zeige euch jetzt den Bauch
Und dann wäre es auch schon soweit alles für heute. Gut, alles klar. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen verwirrt, nehmt es mir nicht übel, aber das Wetter macht mich echt krank. So, das ist der Bauch. Ja, da ist auch wieder, ich glaube, ordentlich was dazu gekommen. Kann man ihn sehen? Okay, super. Gut. Ja, das ist toll, ne? Wunschkind. Oh, ich habe es jetzt falsch gezeigt, ne? Da, so. So lest ihr das ja. So. Einmal das. Ja. Der kleine Mann. Mal gespannt. Gut. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und könnt trotzdem ein bisschen rausgehen oder so und könnt das Wetter genießen. An alle die, die jetzt sich mit stumpfen Nasen und der Kälte rumplagen, gute Besserung, weil meinem Kleinsten geht es gerade auch nicht besser. Der hat voll die fette Erkältung weg und das ist nicht schön. Alles klar, ich würde sagen, wir sehen uns in der 28. Woche. Und allen Bald-Mamis und diejenigen, die schwanger sind, einen guten Verlauf bis dahin. Tschüss!